vielen Dank für die Einladung und auch für die Organisation von dem Anlass. Es ist richtig, dass ich das Trip Raid gesichtet worden bin. Allerdings ist das nicht so geheimnisvoll gewesen. Es war eine Verabredung mit dem Fotograf. Und darum habe ich auch gewusst, dass ich ein braves und anständiges Poloshirt muss anlegen und nicht irgendwie eine farbige Boa oder irgendeinen Latex-Anzug. Das ist ein Teil von Zürich, wo man das Street Parade sieht. Zürich ist eine internationale Stadt. Und alles wie Street Parade zeigt, dass Zürich Anziehungskraft hat gegenüber dem Ausland. Es ist ein vielfältiger Ort, wo Leute aus ganz Europa ankommen. Das ist ein Teil von Zürich, der mir gefällt, dass Zürich als internationale, nicht Metropole, aber als ein internationaler Ort, wo sich Wirtschaft, Kultur, aber auch Bildung treffen. Das ist ein Aspekt. Zum anderen, am gleichen Ort in Zürich selber sind grosse Bildungsinstitutionen, wo sowohl Herr Josin als auch ich tätig sind. Auch das gehört zu Zürich, dass wir bedeutende Bildungs- und Forschungsstandort sind. Gleichzeitig gehört zu Zürich aber auch für jemanden wie mich, der sich in Zürich gekommen ist, in Ilna aufgewachsen und in letzter Zeit in Kante gegangen, gehört auch das Land. Achtung zum Berg, wo ich zeitmal schon in meinem Leben, es gehört die Landwirtschaft. Also das ist die ganze Vielfalt von wirtschaftlichen Tätigkeiten, von Lebensformen, von Stadt und Land, von Jung und Alt, von Wirtschaft, Kultur, Bildung, die der Kanton Zürich muss machen. Und für den vielfältigen Kanton möchte ich mich einsetzen. Also dann, wenn man das Flüchtlingsproblem möchte global lösen, und tatsächlich kann man das ja wahrscheinlich nicht ein Staat für sich alleine machen, dann muss es in Form von der Zusammenarbeit von der Schweiz mit anderen europäischen Staaten und auch der UNO geben. Aber wenn man das Problem global angeht, dann muss man eigentlich einerseits ansetzen bei den Faktoren, die dazu führen, dass die Leute ihre Länder verlassen, und andererseits bei den Faktoren, die bei uns Asyl und Zuwanderung attraktiv machen. Ich glaube, eine Asylpolitik, auch global, eine europäische oder schweizerische, muss an einem Ort ansetzen, wie an beiden Faktoren. Und was zuerst die Schweiz angeht, inwieweit die Schweiz kann dadurch, dass sie nicht so unnötig attraktiv sind, beitragen, muss man sich einfach bewusst sein, dass das Problem, ob jetzt der Asylchaos sagt oder nicht, das spielt gar nicht so eine Rolle. Aber wir reden jetzt da von das Jahr rund 16'000 Leute, die werden Asyl überkommen. Das führt zu Kosten pro Jahr von 600 Millionen Franken. Man muss sich auch bewusst sein, dass sind Leute, die zu einem grossen Teil, nicht alle, aber zu einem grossen Teil, während Jahre, wenn nicht während Jahrzehnte, während Sozialhilfe abhängig sind. Das sind Faktoren, wirtschaftliche, die man muss berücksichtigen und wo, glaube ich, nicht, wo man muss anerkennen, dass man das Problem nicht vernünftig ist, eben dann ins Asylhaus sein oder nicht. Und die Anreize, dass es attraktiv ist, da hinzukommen, die Anreize, die man ein Stück weit brechen, das sind, wie gesagt, Faktoren, die uns attraktiv machen. Und auf der anderen Seite soll die Schweiz zusammen mit den europäischen Staaten und der UNO vor Ort helfen, finanziell helfen, nötigenfalls durch Leute, die dort vor Ort helfen, in Flüchtlingscamp. Man muss an beiden Orten ansetzen, nicht mehr nur einen, nicht mehr anderen Ort. Für mich ist klar, es kann doch nicht jeder Mann auf dieser Welt, der möchte hier ankommen. Es hat in einem Land nicht unendlich viel Platz. Dafür muss man einfach nur zum Beispiel schauen, dann stellt man das fest. Wir werden nicht in 10 Jahren oder in 20 Jahren eine 10 Millionen Schweiz haben. Und die Schweizer Stimmbevölkerung hat entschieden, am 9. Februar 2014, dass die Zuwanderung, auch die reguläre Zuwanderung, die nicht über das Asylbereich kommt, begrenzen. Ich möchte nicht, dass unsere nächste Generation in einer 10 Millionen Schweiz muss leben. Wenn man das mal festgestellt hat, dann muss man eben entscheiden, wer kann da hinkommen. Und dann muss man am Flüchtlingsbegriff anknüpfen. Flüchtlinge sind Leute, die an Leib und Leben bedroht sind, weil sie verfolgt werden aufgrund von ihrer Rasse oder ihrer politischen Gesinnung. Denen Leuten geben wir Asyl, das stellt niemand in Frage. Aber darüber hinaus müssen wir uns doch bewusst sein, Zuwanderung schafft Probleme von der Integration von anderen Kulturen. Und ich muss das finanzielle Problem nochmal erwähnen. Die Asyl- und Entwicklungshilfeindustrie kostet in der Schweiz pro Jahr 6 Milliarden Franken. Herr Jürgens hat davon gesprochen, es sei zynisch so zu reden. Meine Damen und Herren, ich finde, es ist zynisch, 6 Milliarden Franken im Jahr zu benötigen.
Jetzt lange die nicht sagen, wir müssen mit anderen Staaten zusammenarbeiten. Es ist klar, für die Schweiz müssen wir davon kommen. Wie würde man so einen Verteilschlüssel ausgeben? Man hat es ja bereits innerhalb der Europäischen Union gesehen, aber es steht natürlich ein grosser Streit darüber, auf was die Kriterien abgestimmt wird. Und für die Schweiz spüre ich, damit wir bei so einer gemeinsamen Verteilaktion mitmachen, auch Grundsätze und Anforderungen aufstellen. Erstens, dass auf den bereits bestehenden Ausländeranteil im betreffenden Land Rücksicht genommen wird. Dass auch auf den bereits bestehenden Ausländeranteil im betreffenden Land Rücksicht genommen wird. Die Schweiz hat einen Ausländeranteil von jetzt 24%. Andere Staaten, z.B. Deutschland, sind um 10%. Zweiter Punkt. Die Schweiz hat die höchste Netto-Zuwanderungsrate pro Kopf von allen OECD-Ländern. Und drittens müsste man sich einigen darüber, wie man Anreize für Wirtschaftsflüchtlinge und für Leute, die einfach ein besseres Leben suchen, wie man die Anreize irgendwo in Grenzen verhalten. Also nur eine Zusammenarbeit per se langt natürlich nicht. Man müsste sich dann auch auf gewisse Kriterien können verständigen. Es könnte nicht auf die Dauer jedes Jahr 80 bis 100'000 Leute neu in die Schweiz kommen. Insbesondere nicht nachdem man dort bei der Abstimmung im Jahr 2000 gesagt hat, es seien 8'000 pro Jahr. Die Leute haben gemerkt, dass das ökologisch, da bin ich mit Herrn Giraud ganz einverstanden, ökologisch, gesellschaftlich und auch wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Wirtschaftlich nicht sinnvoll, weil die Leute, Ausländer, die in der Schweiz arbeiten, netto Einzahler der Arbeitslosenkasse sind, während dann die Schweizer Netto-Bezüger zu der Arbeitslosenkasse sind, während dann die Schweizer Netto-Einzahler sind. Die Arbeitslosigkeit ist zudem unter den Ausländern um 50% höher, als sie unter den Schweizern ist. Also die Vorstellung, dass die Zuwanderung wirtschaftlich sinnvoll ist, stimmt einfach nicht. Ganz abgesehen davon, dass, eben, wie wir schon gehört haben, die Hälfte der Leute, die alle können, gar nicht alle arbeiten. Herr Giraud hat von Familiennachzug geredet. Familie ist eben im Sinn von Personenfreizügigkeitsabkommen sehr viel mehr, als was wir unter Familie verstehen. Selbstverständlich kann Partner, Ehepartner und Kind können auch mitkommen, das steht gar nicht zur Diskussion. Es geht um viel weitere Familienbegriffe. Was den Ablauf angeht, ist es so, wie es Herr Josic gesagt hat, da habe ich immer keine Differenz. Der Bundesrat muss eine Vorlage unterbreiten und den Staatsvertrag aushalten, der dem Volkswillen entspricht. Der jetzige Vorschlag macht das nicht. Weil der jetzige Vorschlag vom Bundesrat mit Bezug auf den gesamten Bereich der Zuwanderung aus der EU, und das sind 75% von den 80 bis 100'000 pro Jahr, mit Bezug auf 75% der ganzen Zuwanderung überhaupt keine Beschränkung mehr einführen. Er macht also einen Verhandlungsvorschlag, der von vornherein eine Kapitulation ist gegenüber dem Vertragspartner. Wenn aber dann mal ausgehandelt worden ist, dann ist es so, wie es gesagt worden ist, es kann zu einer Referendumsabstimmung kommen, wird es vermutlich auch kommen, über den betreffenden Staatsvertrag bzw. das betreffende Gesetz. Also das Volk kann sich dann noch mal äußern, dazu eben die Masseninwanderungsinitiative richtig umgesetzt hat. Der Vergleich ist auch zum Wirtschaftlichen einmal anfassen. Also vielleicht ist ja der Bundesrat in seiner Weisheit hat vielleicht gesehen, dass die Wirtschaft die Leute braucht, oder? Und dass sie die Personenfreizügigkeit einfach brauchen, damit die Fachkräfte bekommen. Haben Sie kein Verständnis für das Argument? Selbstverständlich. Also die Masseninwanderungsinitiative will ja überhaupt nicht die Zuwanderung stoppen, sondern sie will, dass die Schweiz sie selber steuert. Und sie will, dass sie gesteuert ist nach gesamtwirtschaftlichen Gesichtspunkten. Die Initiative ist also, wenn man jetzt zugegebenermassen den Begriff Kontingent mal weglässt, den hätte ich selber jetzt auch nicht aufgenommen, aber wenn man das Grundprinzip anschaut, wir wollen eine Zuwanderung, die nach gesamtwirtschaftlichen Gesichtspunkten gesteuert ist, dann ist es eine Initiative, die man sicher im Interesse der Wirtschaft umsetzen kann. Sie soll ja gerade der Wirtschaft dienen. Die Gesamtwirtschaft ausgerichtete Umsetzung der Massenbewerbungsinitiative ist möglich und ist von der Verfassung auch verlangt. Mit dem Kontingent kann man die nötigen Fachkräfte überkommen. Sie müssen nämlich wissen, schon bevor wir im Jahr 2000 Personenfreizügigkeit eingeführt haben, haben wir das Kontingentsystem gehabt. Und meine Damen und Herren, die Kontingente sind bis auf ganz wenige Mal gar nicht ausgeschöpft worden. Mit anderen Worten, es ist natürlich eine Frage davon, wie man die ausgestaltet. Die kann man volkswirtschaftlich sinnvoll ausgestalten. Ein zweiter Punkt noch. Es gibt viele gute Argumente für Zuwanderung, auch demografische. Das allerschwächste Argument, Frau Lindemann, das allerschwächste ist die Finanzierung von der AHV. Meine Damen und Herren, das ist ein Schneeballsystem. Wenn wir die Leute jetzt hier anholen, um die heutigen AHV-Bezüger zu finanzieren, die Leute sind ja offensichtlich in 30 Jahren selber dann auch AHV-Bezüger. Wer finanziert denn die? Und das ist meine Theorie. Ich lese vor, aus dem Observatoriumsbericht vom SECO. Dort steht wörtlich drin, ich zitiere,
Das Finanzierungsproblem der AHV kann dank der Zuwanderung in die Zukunft verschoben werden. In die Zukunft verschoben werden. Das ist noch keine nachhaltige Lösung. Dass die gesamte Zuwanderung jetzt wirtschaftlich gestört ist, das ist einfach nicht richtig. Es ist erstens darum nicht richtig, weil je nach Kanton rund 50% nicht daran kommen, zum Arbeiten. Und zweitens ist es darum nicht richtig, weil wir auch wissen, dass die Leute, die über Personenfreizügigkeiten ankommen, in der Arbeitslosenversicherung und bei den Sozialhilfebezügen überdurchschnittlich stark vertreten sind. Man kann doch die Zahlen, die bereit sind, nicht einfach wegwischen und sagen, wir hätten bereits eine wirtschaftliche Tür dazu. Aber also mal kurz. Selbstverständlich bin ich für Wirtschaftswachstum, aber nicht, dass eine Volkswirtschaft auf die Dauer florieren kann, wenn sie nicht am Wachstum verpflichtet ist. Wenn ich gegen eine Beschränkung oder eine selbstständige Steuerung von der Zuwanderung rede, ich wiederhole mich, sage ich das darum, weil das gerade eine Voraussetzung ist für Wachstum von der Schweizer Volkswirtschaft. Sie müssen nur mal mit ein paar Ökonomen, die nicht politisieren, sondern sich die Ökonomie verschrieben haben, nachlesen, die beschreiben unter welchen Voraussetzungen Freizügigkeit, Personenfreizügigkeit zwischen den Staaten volkswirtschaftlich sinnvoll ist. Und sie sagen, vereinfacht gesagt, das ist dann der Fall, wenn es Gefälle bei den Bildungsinstitutionen und bei den sozialen Institutionen und generell bei der wirtschaftlichen Ertragskraft von der Volkswirtschaft nicht allzu gross ist. Dann ist Personenfreizügigkeit ein sinnvolles System. Wir haben Personenfreizügigkeit mit Staaten, die uns in keinem von diesen drei Bereichen, weder was die wirtschaftliche Ertragskraft angeht, noch was das Sozialwerk angeht, nur was die Bildungsinstitutionen angeht, eben höflich sind, weil ich an gewisse europäische Länder denke. Also gerade weil ich ein Verfechter von einer nachhaltigen Volkswirtschaft bin, bin ich für eine Einschränkung von einer freien Zuwanderung.